Hallo ihr Lieben, heute bin ich endlich wieder in der Natur unterwegs und zwar geht es heute auf den höchsten Berg im Wienerwald und zwar den Schöpfel auf 893 Meter. Da gibt es auch eine Aussichtswarte und wir gehen jetzt gleich los. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain mal nous donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier. Also schon nach wenigen Minuten haben wir eben dieses große Kreuz auf der Wiese gesehen. Und jetzt nach der Wiese geht es auf diesem Waldweg weiter. Ist jetzt hier angenehm flach und gut markiert. Wir sind jetzt immer der blauen Markierung gefolgt, war eigentlich sehr gut markiert und der Weg war gut zu finden und gut zu gehen. Immer so leicht bergauf und ich glaube, wir haben jetzt so den letzten Anstieg vor uns, bevor wir dann bei der Schöpfelhütte sind und bei der Matraswarte. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt gleich auf einer Wiese. Und da ist dann die Aussichtswarte. Ich zeig's euch mal. Und da ist die Matraswarte. Empoisonner l'esprit des hommes. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons de tendresse. Heute extrem windig oben und wie ihr schon gesehen habt, ist halt heute ziemlich trüb und bewölkt, aber man hat wirklich eine fantastische weite Aussicht und ich glaube an klaren und sonnigen Tagen ist es wirklich urschön. Also es zahlt sich auf jeden Fall aus. Heute war es halt wirklich ein bisschen unangenehm, weil es so windig war und wir gehen da jetzt einfach den Weg weiter von der Matraswarte geradeaus hinunter und sind dann gleich beim Gasthaus. Wir sind jetzt wieder am Rückweg und machen aber noch einen Abstecher zur Sternwarte. Also ich glaube, das ist nicht weit. Wir müssten gleich da sein. Wir sind jetzt bei der Sternwarte angekommen. Das ist die größte Sternwarte in Österreich und es ist eine Außenstelle von der Universität Wien. Man kann leider das Gelände nicht betreten, aber man sieht eben die Kuppeln. Und die Kuppeln haben wir von der Aussichtswarte aus auch schon gesehen. Da ist die eine und da die andere. Ja, war aber eh nur ein kurzer Abstecher. Und wir gehen jetzt wieder zurück bis zu dem einen großen Platz. Je dis à tous ceux qui m'entendent. Entdeckt. Direkt am Rückweg, ideal. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui est parfait d'amour.
hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihm einen Daumen nach oben gibst. Du kannst den Kanal auch sehr gerne abonnieren, dann verpasst du kein einziges Wandervideo mehr. Ja, das war's für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!